für Materialien bei Eduki und auch auf anderen Plattformen wird leider oft unterschätzt. Also es gibt Autorinnen und Autoren, die haben überhaupt keine letzte Seite. Die fügen zum Beispiel ihre Quellen ganz einfach in die vorgegebene Funktion von Eduki ein. Also man kann ja bei Eduki sagen, okay, meine Quelle ist www.ketatfield.de und die Schrift habe ich benutzt. Und da gibt es überhaupt keine letzte Seite. Aber die letzte Seite in deinen Materialien, auf die solltest du dich unbedingt konzentrieren, wenn du gerade mit Eduki startest oder wenn du auch schon einen Shop hast und auch schon Materialien online hast, dann schau nochmal, ist deine letzte Seite wirklich so optimiert, dass sie verkaufsstark ist? Verkaufsstark, warum? Das werde ich dir gleich erklären und werde dir die Elemente zeigen, die du unbedingt haben solltest auf der letzten Seite, die auch bei mir dafür gesorgt haben, dass ich einfach dauerhaft mehr Kundinnen und Kunden gewinne, die immer wieder zurückkommen und die mir folgen, auch auf meinen Social Media Kanälen und ja, die einfach, wo ich einfach dafür sorgen kann, dass die letzte Seite mehr ist als einfach nur eine Aufführung von Quellen, sondern wo ich tatsächlich einen wunderbaren Einblick und so einen Anker setzen kann, dass Leute gerne wieder zurückkommen. Also ganz wichtig ist natürlich auch einfach mal Danke zu sagen. Wir fangen mal an bei dem ersten Element. Danke für dein Vertrauen. Ja, also ich habe hier meine Vorlage, die ich auch im Shop habe, die du auch einfach nutzen kannst und ja, zeig dir daran die Elemente. Danke für dein Vertrauen. Das ist immer toll, wenn man einfach mal Danke sagt und so ein paar nette Worte über sich selbst schreibt. Und hier sieht man auch schon ein sehr, sehr wichtiges Element, nämlich die Möglichkeit, Kontakt auch zu dir aufzunehmen. Das fehlt leider immer noch bei Eduki, dass Leute dir direkt schreiben können. Es gibt noch keine wirkliche Community-Funktion, keine Möglichkeit, den Autoren direkt zu kontaktieren über Eduki. Man kann zwar einen Kommentar schreiben, eine Bewertung abgeben, aber wenn es Probleme gibt mit dem Material oder wenn jemand deine Vorschau sieht und dann noch Fragen hat, bevor derjenige kauft, dann, ja, dann ist es irgendwie schon recht begrenzt. Deswegen ist es immer eine tolle Möglichkeit, an verschiedenen Stellen auf deiner Eduki-Seite, also einmal im Autorenshop, dann natürlich in der Artikelbeschreibung und eben auf der letzten Seite die Möglichkeit zu geben, Kontakt mit dir aufzunehmen. Ich merke es ganz deutlich, dass Leute mir oft schreiben und schreiben, ja, tolles Material, dass Feedback gegeben wird, meinetwegen. Ich bekomme auch Bilder aus dem Unterricht, was natürlich toll ist. Dann kann ich das auch gleich für meine Social Media Accounts verwenden. Oder es gibt eben Fragen oder Probleme. Ich freue mich immer sehr, denn ja, Irren ist menschlich, ja, wo gearbeitet wird. Ja, da passieren Fehler und da freue ich mich immer sehr, wenn ich Feedback bekomme, dass da irgendwo ein Rechtschreibfehler ist oder was auch immer, dass ich das korrigieren kann. Also, die letzte Seite muss auf jeden Fall einen Kontakt zu dir beinhalten. Das kann über deine eigene Webseite sein oder meinetwegen Yahoo oder was auch immer. Was auch ganz wichtig ist, viele Autorinnen und Autoren vergessen zu zeigen, wie sie eigentlich heißen und wie sie aussehen. Und dann könnte man natürlich sagen, naja, ich erstelle ja Unterrichtsmaterial, was soll das? Es geht doch um das Material und nicht um mich. Aber vergesst nicht, Menschen kaufen von Menschen. Ja, wenn ich also in mein Lieblingsrestaurant gehe, das ist ein Italiener hier bei uns in der Nähe von Leipzig, dann weiß ich genau, wie der Italiener heißt. Ich weiß, wie der Koch heißt. Ich weiß, wie die Frau heißt. Und die Kinder, die kenne ich mittlerweile auch schon. Es gibt wenige deutsche Restaurants, wo ich den Namen des Besitzers kenne. Ja, also, und Menschen lieben das einfach. Ja, so uns, gerade uns Deutsche fasziniert das doch irgendwie so dieses Persönliche. Ja, gerade bei griechischen Restaurants, italienischen Restaurants, da wirst du am Eingang begrüßt und da gibt es einen persönlichen Kontakt. Man weiß genau, wie der Chef aussieht und so weiter und wie der heißt. Und ein nettes Lächeln überzeugt einfach immer. Ja, also. Man kann sich das dann auch besser merken, ja. Es gibt ja zum Beispiel bei Eduki ganz viele Autorinnen und Autoren, die heißen irgendwie Grundschulidee, Grundschulzauber, Grundschul irgendwas. Also viele Namen ähneln sich auch. Und wenn du das schaffst durch ganz klare Farbwahl, also durch ja, die Benutzung immer wieder ähnlicher Farben, durch dein Logo, durch deine Persönlichkeit, das zu schaffen, Wiedererkennungswert auszulösen, dann ist es natürlich am besten. Also du wirst einfach immer wieder besser erkannt und ja, es ist einfach eine nette Sache.
Nun weiß ich ja, wie es in der Praxis ist. Nicht jeder traut sich, ein nettes Foto zu veröffentlichen, weil man vielleicht noch im Schulalltag steht, weil man da Kollegen hat, die das vielleicht so ein bisschen missgünstig betrachten, dass man nebenbei noch bei Eduki aktiv ist und dann denkt man sich so, naja, und was ist, wenn die Eltern mich finden und was ist, wenn Schüler mich entdecken? Naja, dann gebe ich immer den Tipp, wenn du dich selber nicht zeigen möchtest, dann zeig doch wenigstens deinen Hund oder deine Katze. Zeig dich von der Seite, zeig dich von hinten, zeig ein bestimmtes Element, zeig vielleicht einfach nur deine Augen. Ja? Also versuch irgendetwas zu finden, was positiv ist und wo jemand sich so innerlich mit dir connecten kann. Auch ein persönlicher Name ist tatsächlich, macht einen Unterschied und ist was Besonderes. Was immer schön ist, wenn du deine Social-Media-Kanäle einbaust, und da gibt es einen großen Fallstrick. Vielleicht erinnerst du dich noch an Zeiten, da gab es so Plattformen wie StudiVZ. Da ich alt bin, kenne ich diese Plattform noch. StudiVZ gibt es nicht mehr. Twitter hat sich umgenannt in X. Ja? Und du siehst schon, worauf ich hinaus will. Es kann passieren, dass du dich bei einem Social-Media-Kanal anmeldest und nach 2-3 Jahren gibt es den gar nicht mehr. Und was machst du dann mit diesem Link, den du dann unter Umständen in hunderte Materialien reingeschrieben hast? Und dann stehst du da an, die Plattform ist gar nicht mehr da. Oder du hast mit einer neuen Plattform gestartet. Vielleicht bist du dann bei TikTok. Oder vielleicht gibt es in 3 Jahren eine ganz neue Plattform. Es kommt vielleicht eine Webseite dazu. Was auch immer. Dazu nutze ich gerne so einen QR-Code. Ich schreibe also nicht rein, folge mir bei Facebook www.facebook.de/betterteachingresources, sondern ich lasse das komplett sein. Nutze nur so einen QR-Code, den ich im Hintergrund immer variabel ändern kann. Also im Hintergrund kann ich eine Plattform dazunehmen, kann eine wegnehmen, kann vielleicht mal einen Blogartikel empfehlen, kann Affiliate-Links setzen und so weiter. Was ich dazu empfehlen kann, ist Taplink oder QR-Code-Generator. Das Ganze werde ich dir dann gerne verlinken. Also mach den Fehler nicht, schreib nicht hin, wo du bei Social Media direkt erreichbar bist. Das tippt ja auch keiner ein. Ja? Manchmal sind ja diese Social Media Links dann so ewig lang. Und noch einfacher ist es natürlich, wenn der QR-Code einfach scannbar ist. Und wunderbar. Du bist im Hintergrund flexibel und du machst es deinen Kundinnen und Kunden leicht, einfach dir viel schneller am Handy zu folgen. Dann ist natürlich ein wichtiges Element, dass du die Cliparts erwähnst, die du verwendet hast, dass du die Schriften erwähnst. Und obwohl Eduki beispielsweise diese Möglichkeit gibt, du kannst ganz einfach reinschreiben, Kate Hatfield, und dann wird für dich eine letzte Seite erstellt. Dann würde ich trotzdem immer empfehlen, die Cliparts und die Schriften direkt im Material zu erwähnen und gleich reinzuschreiben, dass es immer Teil des Materials ist. Denn dann kannst du das Material nehmen und beispielsweise direkt bei Teachers per Teachers hochladen. Du musst dann, wenn du das im Material nicht stehen hast, dann musst du es dann nochmal extra erstellen. Das ist alles doppelt und dreifache Arbeit. Also du siehst schon, wenn man versucht, Eduki ernst zu nehmen und das Teacherpreneur-Business, dann muss man sehen, dass man eben sich Arbeit erleichtert. Dinge nicht doppelt und dreifach machen muss, sondern einfach, dass die letzte Seite einfach Teil eines jeden Materials ist. Und ganz natürlich kommt einfach Cliparts, Schriften, alles dann da rein, Nutzungsbedingungen und so weiter. Dann ist dieses Material fertig und ist auch für internationale Märkte, vielleicht auch für deine Homepage in Zukunft oder für andere Plattformen geeignet. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass du die Nutzungsbedingungen angibst. Eduki hat natürlich allgemeine Nutzungsbedingungen, könnte aber auch sein, dass du dein Material vielleicht auf einer eigenen Seite verkaufen möchtest. Und es ist immer eine schöne Erinnerung an die Lehrkräfte, dass dein Material nicht weitergegeben werden soll. Es soll natürlich nicht wandern im Kollegium. Naja, unter uns so richtig sich darauf verlassen kann man natürlich nicht. Es ist so ein bisschen eine Vertrauenssache. Aber na gut. Schreib deine Nutzungsbedingungen mit auf die letzte Seite und dann ist es untergebracht und eine schöne Erinnerung. Und was man auch nicht vergessen sollte, was auf jedes Material sollte. Also ich habe mir das wirklich angewöhnt, gerade bei Einzelmaterialien immer das Paket passend zu empfehlen. Oder ich habe vielleicht ein Material, was saisonal ist und ich sage dann, okay, passend zu diesem Memory gibt es auch noch die Arbeitsblätter oder wie auch immer. Also ich habe immer noch ein Follow-up, ich habe immer noch
ein Material, was ich zusätzlich noch empfehlen kann. Denn man denkt gar nicht, wie oft das tatsächlich passiert, dass Lehrkräfte, weil sie ja in der Schule sind und da ja da keine Druckerkosten extra entstehen, man denkt da gar nicht, wie oft Lehrkräfte einfach das ganze Material komplett ausdrucken. Mit Deckblatt und mit letzter Seite. Das wird einfach komplett bumm ausgedruckt und fertig. Und die letzte Seite, die landet dann natürlich mit im Drucker. Und es passiert tatsächlich oft, ich bekomme das Feedback, dass jemand das Material vielleicht erstmal ausprobieren möchte, gerade wenn es ein Freebie ist, dass man sagt, ja, ich probiere erstmal aus, ich kenne das Spielprinzip vielleicht noch nicht, probiere es mal aus und wenn es dann geklappt hat, dann kann ich ja noch schauen und dann wird die letzte Seite auch aufbewahrt. Ähnlich wie ein gut gestaltetes Deckblatt. Ich habe ja schon ein anderes Video erstellt, bei dem du sehen kannst, auf was es beim Deckblatt ankommt. Und ähnlich wie ein schön gestaltetes Deckblatt, was natürlich auch dafür sorgen soll, dass du in Erinnerung bleibst, wo ein Logo wichtig ist und so weiter, ist eben auch diese letzte Seite dazu da, dass sie nicht einfach weggeschmissen wird, sondern im besten Falle eben noch einen Tipp enthält oder den Kontakt zu dir und so weiter. Denn Eduki hat beispielsweise die Möglichkeit, dass Kundinnen und Kunden die Materialien sortieren können. Sie können also unter Umständen, wenn sie zufrieden sind mit deinem Material, können sie das schon wieder finden. Aber jemand, der täglich, wöchentlich oder überhaupt sehr, sehr oft Materialien bei Eduki kauft, der muss dann halt erst wieder in seinen Shop, muss unter meine Materialien, muss dann dich ewig suchen, um dann vielleicht irgendwann wieder auf deinem Shop zu landen und so weiter. Also die Grundprämisse ist immer, mach deinen Kundinnen und Kunden leicht, biete an jeder Stelle deines Materials irgendwie eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, weitere Ideen zu entdecken und so weiter. Sorge dafür, dass du immer wieder positive Anker setzt, dass Lehrkräfte das Bedürfnis haben, wieder zu dir zurückzukommen. Und ein Element habe ich vergessen, das ist natürlich das Logo. Das sind die wichtigsten Elemente, die du brauchst für die letzte Seite. Damit bist du eigentlich schon fertig. Und eine Vorlage, die du bei Canva einfach editieren kannst, an deine Farben anpassen kannst, die habe ich dir erstellt, die findest du bei mir im Shop und das ist dann relativ einfach, ja, du klickst einfach hier dann da drauf und setzt dann deine Branding-Farben ein, also bei mir wäre das zum Beispiel natürlich dieses typische Türkis oder was überhaupt nicht fehlen kann, ist das Pink, ja, also Pink und Türkis, das sind so meine Hauptfarben und ich würde dann auch diese Schrift nicht verwenden. Ich würde dann entweder Playfair benutzen oder Railway. Das sind so die typischen Schriftarten, die dann auch auf meiner Homepage immer wieder erscheinen und die ich sehr, sehr gerne nutze. Also ich hoffe, diese Elemente, die ich dir gezeigt habe, die bringen dich weiter. Ich hoffe, dass du sie schon benutzt und wenn nicht, dann nutze vielleicht die Vorlage, die ich dir anbiete oder denk das nächste Mal bei der Materialerstellung daran, dass die letzte Seite sehr, sehr verkaufsstark sein kann und dafür sorgt, dass Kundinnen und Kunden wieder zurückkommen zu dir und hoffentlich in Zukunft überhaupt erst einkaufen oder natürlich auch gerne mehr einkaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.